Recht herzlich willkommen zur 22. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder da. Wir haben letztes Mal irgendwas geschafft. Und zwar, glaube ich, diese Fallschirme da zu testen. Und jetzt sind wir wieder dran. Und wir haben noch eine aktive Mission, oder? Na, ach so, das war ja der Dingens Standard hier. Ja, das ist immer noch das Gleiche. Wir müssen immer noch dieses Ziel erreichen, was wir irgendwie nicht erreichen können. Ja. Okay, irgendwo soll man Temperatur messen. Und das ist Near Scientist Dome. 18.200 Meter. Das würde bedeuten, hier Scientist Dome. Ist das nicht hier unser Wissenschaftszentrum? Ja, aber das will ich jetzt nicht unbedingt machen, weil ich erst noch diesen anderen Flug da habe. Was ist das? Testet ihr Launch Stability in also Launch Site? Okay, das können wir sofort testen. Können wir annehmen, ist ja direkt auf dem Grund. Ja, sollten wir vielleicht tun. Müssen wir was für bauen? Gucken wir mal gerade, wo das Teil ist. Das muss ja so bläulich sein. Da ist es. Also, das ist so ein Startturm. Okay, ist ja cool. Ja, eigentlich sollten wir jetzt diese Testrampe laden, was wir letztens hatten. Schirmtest. Nee, das war das nicht. Ist das diese? Oder ist es die da drunter gewesen? Das ist jetzt ziemlich klein, kann man unwahrscheinlich schlecht sehen, aber ich lade die mal. Guck mir die an. Wäre ja möglich, das Ding zu nehmen, oder? Auf der anderen Seite, nee, das ist nicht das Richtige. Wo ist denn die andere? War das jetzt die gleiche? Ich glaube, das war die gleiche. Ich hatte doch eine ganz andere Rakete. Habe ich die nicht abgespeichert oder was? Gucken wir mal das. Ah, das ist so eine große. Und dann schmeißen wir das mal hier von weg. Brauchen wir nicht. Ich will nur die große haben. Das passt schon. Da ist eine Batterie dran, ne? Und eine Antenne. Könnte man irgendwelche Sachen übermitteln. Und wir brauchen das Teil dann da dran noch, ne? Bisschen höher, dann haben wir den gleich getestet. Ist ja in Stufe 1 drin, dann geht die Ding ins Feststoffrakete los, da kuppeln wir nachher ab und das müsste alles passend sein. Wir müssen dann nur die richtige Richtung diesmal einschlagen, vielleicht klappt das ja mal irgendwann. Und der Test wäre dann erfolgreich, würde ich sagen. Ah, ich glaube, die Rakete war vielleicht ganz unten. Die hieß irgendwie Zieltest oder sowas, ne? Lassen wir mal bei Zieltest hier bestehen, oder? Wie hieß das Teil? Ah, da brauchen wir einen Namen für, aber nicht so einen. Ziel. Alter.
Test. Machen wir so. Fertig. Speichern. Und wir können direkt auf die Rampe. Und sollte funktionieren, oder? So, da ist sie. Wir haben es immer noch dunkel. Das hätte ich gerne gehabt. Ist schon da. Wenn ich den Knopf drücke, dann passt das. Und dann müssen wir in diese Richtung, wo wir das Ziel brauchen. So, haben wir. Sollte das hier unten zu sehen sein, ist es auch. Und wenn wir jetzt starten, müssen wir gucken, dass wir gleich in diese Richtung kommen. SAS an. Schub ist egal, weil wir kein flüssig normales Triebwerk haben, sondern Feststoff. Ja, und dann würde ich sagen, geht's schon los, oder? So, 3, 2, 1, go! Wir drehen das darüber. Und dann geht's in die Richtung, denke ich mal. Irgendwie geht es nicht weiter rum. Müsste es aber. Okay, da ist der Luftwiderstand jetzt noch. Ich krieg die Karre nicht weiter rum. Ich glaube, wir können sie aber auch schon abmachen. Und wenn ich gucke, dann sehe ich, dass ich da wieder nicht hinkomme. Ich fliege sonst wohin, aber nicht in die Richtung, wo ich hin will. 82.000 Meter hoch. Auch schön, ne? Ja. Können wir hier. Statusbericht, gibt's da was? Nein, noch nicht. Können wir höchstens gucken, wenn wir gleich im Weltall sind, ob da was geht. Da ändert sich nichts. Auch noch nicht. Jetzt klimpert es gleich. 65.000, dann sind wir im Weltall, ne? Kein Status, aber 70, weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt 70, okay. Ist noch keinen neuen Statusbericht, so wie es aussieht, nicht. Kommen auch nirgends woanders dahin. Der Schrott, der fliegt sogar weiter wie wir. Irgendwie. Oh, die Kerbin dreht sich weiter. Wir sind im Weltall. Wenn wir Glück haben, klappt das sogar, dass wir da in der Nähe kommen. Hä? Aber nur, wenn wir Glück haben. Ups, falsche Taste, Rechtsklick. Nö, kein Statusbericht da. Ja, das ist ungewollt und könnte vielleicht sogar klappen, dass wir da hinkommen, ne? Weil Kerbin sich weiter dreht und unsere Flugbahn sich im Weltall jetzt nicht so verändert. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt wieder eingetaucht in die Atmosphäre. Wir müssen nur unterhalb von 17.000 Meter schaffen. Ja, wir sind eingetaucht. Das heißt, es kommt sogar verdammt gut hin, ohne dass wir das vielleicht wollten. Man muss auch mal Glück haben, ne? So. Das heißt, ich mach mal schneller. Irgendwie müssen wir ja wieder... verdammt gut momentan, aber wir sind noch in der Atmosphäre, ne? Ja. Schauen, ob da was passiert. Crew Report muss ich nehmen.
Na komm schon. Ja. Sieht gut aus. Hat geklappt. Jetzt holen wir mal den Schirm schnell raus, weil ich glaube, wir sind hier im Gebirge, ne? So wie das aussieht. Die Geschwindigkeit, den Speedtest haben wir nicht geschafft, aber alles andere haben wir geschafft. Das ist ja schon mal hervorragend, oder? Gut. Und das brauchen wir nicht. Bericht senden können wir mal machen, oder? Alles gut. Wie sieht es hier aus mit dem Gelände? Kann ich kaum sehen. Es ist bergig, das sehe ich. Oh, da war schon ein richtig hohes, sag schon, Gebäude. Oder wie man es auch immer nennt, Gebirge, Gebäude. Massiv, Gebirgsmassiv, das wollte ich sagen. Wir landen, ich hoffe, nicht irgendwo, wo wir so runterpoltern gleich. Ne, ich glaube, das ist wieder so ein Talkessel, ne? Ja, haben wir Glück gehabt. Okay. Wollen wir jetzt auf schnell runter? Nein, passt. Gut, dann hat das geklappt. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Sah erst nicht so aus, aber war es wohl. Navigation war ja auch das Ziel sozusagen. Vielleicht wusste er ja schon, wenn wir so da hochkommen, dann klappt's. Wir haben dafür 4 Punkte gekriegt. Komischerweise sieht man das hier nicht. Da oben steht 19, wir hatten vorher doch 15, oder? War das noch von der letzten Folge? Oh, weiß ich nicht, ist aber nicht so schlimm. 20.000 ungefähr oder 19 dazu. Der hat wieder keine Erfahrungspunkte gekriegt, ist aber auch nicht schlimm. Ach so, das ist der Ständer, der noch da ist. Den können wir dann auch hier... covern, ne? Den brauchen wir ja nicht. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, ob da noch irgendwo der andere Müll immer liegt. Können wir den auch noch recovern? Gute Frage, ne? So, jetzt gehen wir hier rein, weil wir haben keine Aufgaben aktiv dann mehr, ne? Außer den Speed Record. So, Ferry to Tourist, das ist nix. Perform Temperature Scan of Kerbin. Ja. 18.200 Meter haben wir, das können wir also machen. Das ist ein Solid Fuel Booster, den wir testen sollen. Den Stack Decoupler könnten wir auch machen. Laufzeiten sind eigentlich noch... Ja, können wir auch nacheinander machen, weil wir können ja nur 2 Aufgaben zurzeit machen, ne? Ich glaube, wir nehmen den und testen den dann... wäre den 18.200 Meter. Gut, okay. Dann raus hier. Ja, und ich würde sagen, die Rakete dafür, die bauen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.